Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir denn heute auf dem Gabentisch? Wir machen weiter mit dieser interessanten Mash-C-Brauerei-Geschichte. Heute mit einem eher jüngeren Bier aus dieser Brauerei und zwar das Machine IPL. Okay, das ist ja schon mal ein bisschen spezieller, auch so wie das da drauf aussieht. Da ist wie so, ne, so ein einarmiger Bandit. Und da hast du dann ja, als Gewinn erstmal schön drei Hopfendollen. Finde ich schon mal geil. Design top. Macht Spaß. Guckt man sich gerne an. Ist natürlich wieder ganz klar Craft Beer. Ne? Da sehen die Etiketten immer ein bisschen spezieller aus. Ist nicht so konventionell. Finde ich gut. Ja, okay. Und zwar, was haben wir denn da? Da haben wir ein India Pale Lager. Deswegen die Abkürzung IPL. Ja, das haben wir da. Hat 6,8% Umdrehungen, darf dieser Stil gerne haben. Ein bisschen was Kräftigeres, nicht unbedingt was für einen Baggersee. Und bin gespannt, wie hier diese Interpretation ist. Gestern das Beverly Pilz war sehr gut gewesen, das war ein guter Start, das war interessant. Hat sehr, sehr nach lecker, lecker geschmeckt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das hier so drauf hat. Das hat, wie gesagt, 6,8% Umdrehungen, hat, what? 60 IBU, also 60 Bittereinheiten. Wer schon mal Jever getrunken hat, das sind 40 IBU, packt nochmal 20 rauf. Das wird also auf jeden Fall ein bisschen herber werden. Wow, wow, wow. Da freue ich mich auf jeden Fall. Metal, Leute, das wird geil. So, auf der ABC-Skala wird 15 angegeben und das Ganze hat 16 Grad Plato. Ja. Okay, Machine IPL. Dann wollen wir es mal trinken. Ich habe auf jeden Fall schon wieder Bier duscht und dann mache ich mal auf. Zack, offen ist es. Ja, Freunde, auch die Kapsel enthalte ich euch nicht vor. Wir haben sie gestern auch schon reingehalten. Hat sogar einen eigenen Aufdruck bekommen. Finde ich sehr, sehr schön. So, Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall genügend raus. Schöner optischer Effekt. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Bang. Mach mal so einen mittleren Einschank. Das sieht auch gut aus. Oh, schön. Ui, auch schon wieder so eine Raumnote hier. Das wird, glaube ich, intensiv werden. Was ist denn das? Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen, Freunde. Das ist schon mal gut. Also, zwei Fingerbreite Blume kriegen wir hin. Ich würde sagen, Tendenzen zum Cremeweißen darf es sein. Fein bis mittelporig. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Bleibt an der Glaswand haften, auch ein paar Proteine sind drin. Ich würde sagen, mit geschultem Auge 90 Sekunden Standard kriegen wir hin. Schaut euch mal an. Hübsches Blümelein, so soll das sein. Ja, ja, wunderbar. So, und dann schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn überhaupt drin hier? Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Hefe ist angegeben, aus diesem Grund sehen wir jetzt hier auch eine leichte Trübung. Ich sage ja immer so schön, es gibt ja diesen Unterschied zwischen komplett filtriert und geklärt. Und ich sage dazu immer geklärt. Ja, also du hast jetzt kein Hefenebel oder Schleier da drin wie bei einem Weißbier, aber das ist schon deutlich trüb. So soll das sein. Gut, nicht hundertprozentig blickdicht, aber das passt schon. Geht schön tief rein, richtig deep, so muss das sein, richtig saftig. Bei 6,8 waren es, glaube ich, gewesen. Ja, 6,8. Darf das auch gerne so ein bisschen ja, weniger Bewegung im Glas sein. Bisschen perlt, das ist in Ordnung. Ja, matt gehalten. Ansonsten klassisches Getreidegold, Tendenz hin zu einem Gelb. Ja, doch, das passt schon. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Von der Karbonisierung her, wie gesagt, eher so ein bisschen, oder der Panache, eher ein bisschen zurückhaltend. Aber bei so einem eher kräftigeren Bier darf das auch gerne ein bisschen zurückhaltender sein. Ja, Freunde, Optik, Ästhetik. Ich finde es, wie fast alle Biere ansprechend. Ne? Also es sieht nicht schal aus, es sieht nicht verblasst oder verwässert aus. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Schöner Blumenteppich hat sich gelegt, schön linear, keine Löcher, keine Risse drin. Ja, Freunde, ich kann nicht anders. Das macht mir wieder Bierdurst. Aus diesem Grund 5 von 5, / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Mein Gott, ist ja wie auf dem Bazar hier. So, jetzt müssen wir mal anschnuppern, mal sehen, was das Bouquet so zu bieten hat. Ja, ähnlich wie die Raumnote, ziemlich intensiv und deutlich wahrnehmbar. Und das mögen wir ja immer, ne? Das ist ja so. Mein Gott, nee, das ist aber auch wirklich schon wieder, das ist aber sehr hopfig. Schön. Hopfen kommt klar und deutlich hervor. Mhm, leicht fruchtig. Und lecker, Freunde. Das ist so richtig lecker. Das riecht richtig lecker. Das riecht so richtig so appetitlich. Da möchtest du am liebsten den ganzen Tag wieder in den Rüssel reinhalten. Sehr, sehr schönes, ausgeprägtes Bouquet, muss ich sagen. Auch schon wieder lecker, lecker. Und du? Mhm, genau. Der Antrunk, Freunde. Der kommt nämlich jetzt. Ihr Lieben, auf euch, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt.
Na, heilige Hopfendolde, oder? Jetzt aber ab, du. Der zieht durch. Mein Gott, nee, ist das saftig, Freunde. Das sind Biere, wie ich sie liebe. Schmack ist, ne? Das ist saftig, Freunde. Das ist gehaltvoll, das ist vollmundig, das ist richtig, wow. Das ist saftig, das ist Biersaft. Richtig konzentrierter, dickflüssiger Biersaft. Hopfensaft. Geil, geil, geil. Ja, also Bier präsentiert sich im Mundraum tatsächlich äußerst sympathisch, wenn man das mag. Ja, also ich sag mal so, wer schon kräftigere Biere mag, der ist hier auf jeden Fall ordentlich dabei. Wer saftige Biere mag, der ist noch viel, viel mehr dabei. Und wer sehr hopfenintensive Biere mag, der ist erst recht dabei mit diesem Machine IPL. Also auf jeden Fall genial. Sehr sympathisch schon mal vom Antrunk her. Ja, da merkt man auch schon, das ist ein Craftbier, das ist klar. So, wo wollen wir beginnen? Beginnen wir wie immer mit den Attributen. Gemütliches Bier oder dynamisches Bier, ich denke, erklärt sich von selbst. Wer meinen Kanal kennt und weiß, wie ich die Biere klassifiziere, sind eher die stärkeren Kandidaten immer auf der Seite des gemütlichen Bieres. Was bedeutet, kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen länger im Mundraum behalten, durchaus Temperatur anziehen lassen. Hier bei diesem Kandidaten würde ich jetzt nicht zu viel, also ich sag mal so irgendwas zwischen 6 und, naja, sagen wir mal 8 Grad Trinktemperatur. Da sind wir schon ganz gut am Start, sodass es auch nicht an Erfrischung verliert, aber dennoch schön das Potenzial raushauen kann, dass dann noch die feineren Nuancen zum Vorschein kommen. Von daher passt das schon mal ganz klar, gemütliches Bier. Was wir gestern ein bisschen vermisst haben, war diese Getreidigkeit bei dem Beverly Pilz, bei einem Pilzbier, ne? Da, wo, wie gesagt, da fehlt ein bisschen Getreidigkeit drin. Das haben wir jetzt hier. Das wollte ich nochmal kurz an dieser Stelle betonen. Also das hat sich sofort auf der Zungenspitze auch bemerkbar gemacht. Gut, da ist dieses Liebliche, da ist dieses Getreidige, diese Komponenten und die kommen hier tatsächlich ganz gut durch. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, gut. So viel erstmal zum Vorgeplänkel. Jetzt machen wir Biologie, Freunde. Jetzt gehen wir mal hier rein. Das ist ja wirklich mal spannend hier. Erstaunlich, dafür, dass es so kräftig ist, hat es also kein Schluckwiderstand oder so. Das ist sehr süffig. Also, das ist sowas für einen gemütlichen, geselligen Abend, ist das, ne? So ein Sundowner. Also, das ist geil, Leute. Das ist schon. Finde ich gut. Ja, also der Malzkörper, ganz klassisch, stellt er sich vor. Finde ich gut. Da ist eben diese Getreidigkeit. Zieht sich schön lang in den Mittelteil rein. Passt auf jeden Fall. Ist ein vollständiges Profil, was wir hier haben. So, geht dann über in diese Fruchtigkeit rein, die hier ganz klar auch vom Hopfen her kommt. Ist nicht übertrieben, sodass es erzwungen oder aufgesetzt wirkt. Ja, dann kommt sie auch schon, ne? Die bricht dann richtig durch. Das ist so eine richtige Hopfenfloralität. Das ist so richtig so, boah, das, also wie ob du in so eine Ballen sollst. Habt ihr schon mal auf dem Feld hier so, auf dem Hopfen, so einen Hopfendolde mal zerrieben und dran gerochen? Genau so ist das. Und so habt ihr das im Mund, so wie ob ihr in so einen ganzen Berg von Hopfen reinbeißen würdet. Ja, in so einen voll gesaugten, mit Wasser voll gesaugten Hopfen. So kommt das. Ist richtig geil. Ja, und dann ist das Schöne mit der Speichelneuproduktion hinten beim Abgang, da merkst du auch schon sofort so, okay, da ist ein ziemlich intensiver und langer Nachhall. Ungeübte Biertrinker, sage ich mal, die du ihren Industriestandard kennen, die werden damit wahrscheinlich überfordert, weil sie sagen, Mann, ist das bitter. Ja, aber natürlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Bier und auch mit der Geschichte des Bieres auseinandersetzt und auch jüngst jetzt mit der Craftbeer-Szene, da wissen wir halt, was möglich ist. Ne? Und das ist halt, das ist schon eine besondere Form des materiellen Hedonismus, wo ich jetzt sagen würde. Und das passt schon. Ja, das kannst du auch rausriechen. Ja, so leicht blumig, grasig, so nach Natur. Ja, das ist wieder was Spannendes. Aber zweifelsfrei ein Bier zum Genießen. Ja, interessante Textur hat der Braumeister wieder gut gemacht. Ist ein schönes Konzeptbier, hebt sich natürlich komplett ab, auch vom Stil her von dem, was wir gestern hatten aus der Brauerei, dieses Beverly Pilzbier, was wir da hier getestet hatten. Das ist natürlich ein völlig anderer Bierstil hier. Aber auch dieser India Pale Lager ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Also ich finde das in Ordnung. Das ist was du deinen Gästen anbieten kannst.
das ist jetzt nicht so ein Einheitsbrei oder so nach dem Motto, komm, wir machen einen auf Craft Beer und holen uns da ein Brauset und machen irgendwas zusammen, sondern da ist wirklich, da ist Innovation drin, das merkst du, das ist eine Textur, die durchdacht ist. Das ist nicht einfach so, komm, wir bestellen da was und packen das da mal so rein. Ich meine, da hatten wir ja auch schon mal aus dem Kaufland da was gehabt, ne? Diese kleine Geschichte da, da wo ich auch gedacht habe, was will mir jetzt der Braumeister mit der Kreation sagen? Hier kann ich mir schon vorstellen, was er mir damit sagen wollte. Und das ist halt so das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja, also insgesamt tolles Design. Handwerk schmeckst du raus. Ist spezieller, das gebe ich zu. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das einsteigerfreundliche Bier. Dafür ist es vielleicht von der Komplexität her schon ein bisschen zu speziell, zu experimentell vielleicht, gerade durch diese 60 IBU, die da sich verstecken. Wobei die gar nicht so intensiv, also für mich jetzt, sage ich mal. Ja, so Hopfenallergiker, also die dürften das wahrscheinlich nicht probieren, aber so für jemand hier so nur aus dem Nordosten hier, so, da mögen wir ja schon ein bisschen mehr haben, ne, auch. Und dann passt das schon. Ja, ich bin begeistert, Freunde. Ich finde es gut. Ich kenne jetzt dummerweise die anderen Biere, die haben noch mehr. Die haben wohl noch zwei Schwarzbiere, glaube ich, haben die da noch im Programm drin. Ich weiß gar nicht, was die da alles noch haben. Auf jeden Fall haben die noch nicht, also da würde ich eher, vielleicht habe ich irgendwann mal die Gelegenheit, dass ich auch noch die restlichen Biere da probieren kann. Dann würde ich vielleicht ein bisschen mutiger sein mit der Bewertung auch. Weil Krone-Bewertung, ja, auf der einen Seite würde ich eine Krone-Bewertung tatsächlich geben, weil das, ich habe jetzt da nicht wirklich was zu kritisieren, das ist wirklich in Ordnung. Besonders erfreulich, dass auch der Malzkörper hier wahrnehmbar ist, aber ich kenne eben die anderen Biere nicht. Und deswegen, ihr wisst ja selber, wie ich das immer mache, ich arbeite hier mit Kategorien, mit Bierstilen und vor allen Dingen auch mit dem Gesamtrepertoire, was die Brauerei da so zusammenbraut. Und da will ich von zwei Bieren, die ich jetzt aus der Brauerei getrunken habe, kann ich noch nicht so viel sagen. Deswegen Krone-Bewertung gebe ich nicht. Ich gebe aber zweifelsfrei 5/5/6 möglichen Punkten. Also das könnt ihr ohne weiteres euren Gästen anbieten. Ist aber, das muss ich betonen, nicht was, was du so als Wegbier oder so, ne, so ich komme aus der Arbeit, aus dem Büro nach Hause und dann hier so, ne. Das ist was so, da setzt du dich hin, ich sagte schon, Sundowner schön auf dem Balkonien oder so, ne, schön Metal auf die Ohren und dann genießt du das so, ne. So, das ist genauso das Richtige. Trinkst du ein bisschen länger dran, genießt es auch richtig, lässt so diese einzelnen Nuancen, wie gesagt, auf dich einwirken. Dafür ist dieses Bier gemacht und ich bin überzeugt, du wirst eine ganze Menge da drin entdecken. Das sind Sachen, die einfach Spaß machen. Dieses Bier macht Spaß zu trinken. Also auch hier geht ein Däumchen hoch an den Braumeister. Hat er wieder mal gut zusammengebraut, da das Gebräu. Bin gespannt, wie die anderen Biere schmecken. Ich glaube, wir haben nur leider keine mehr, ne, aus der Brauerei. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch die anderen irgendwie beziehen können. Und das war's gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben, euer Biersüffler.